Hallo und herzlich willkommen, liebe Wanderfreunde, auf meinem Blog Saschas Wanderblog. Heute gehe ich mal wieder eine selbstgeplante Tour. Die geht zum Goethepunkt und startet zwischen Charlottenberg und Dörnberg. Das ist kein offizieller Wanderparkplatz, aber es ist ein ziemlich gut ausgebauter Forstweg, wo man parken kann und die Tour starten kann. Und ja, schauen wir mal, wie die Tour wird. Und wenn ihr Interesse habt, dann kommt doch einfach mit. Ja, wie ihr seht, gehen wir im Moment noch auf dem breiten Forstweg. Der führt uns das erste Mal bis zum Goethepunkt, wenn ich das so richtig auf der Karte gesehen habe. Oh, da vorne ist ein Hase, sieht man den? Schön. Wo war ich? Achso. Der breite Forstweg führt uns jetzt erstmal bis zum Goethepunkt. Und ab da soll es wohl ja so eine Art Klettersteig geben. Den werde ich dann ein Stück ins Tal gehen und dann oberhalb des Gelbachtals wieder zurück zum Parkplatz. Mal schauen, ob die Tour so wird, wie ich mir das vorstelle. Und ja, mal gespannt. Ja, hier hat man doch mal einen schönen Ausblick schon mal. Das ist da hinten der Ort, das müsste Dörnberg sein, wenn ich mich nicht irre. Und der Weg, der da von rechts kommt, das müsste der Weg sein, auf dem wir dann zurückkommen. Und wir gehen jetzt erstmal links. Ja, ich bin ja auf dem Weg zum Goethepunkt und ich will euch mal kurz erzählen, wie der Goethepunkt zu seinem Namen kam. Und zwar hat Goethe ja 1871, war es glaube ich, in dem Jahr auch Reisen an der Lahn unternommen und einer in Anführungszeichen Legende nach soll er in der Nähe des Goethepunkts irgendwo eine Rast gemacht haben und das hat man dann wohl zum Anlass genommen, diesen Ort Goethepunkt zu nennen. Und ja, das ist halt auch einfach wahrscheinlich nur ein Namen für einen Ort, von dem man einfach eine wunderschöne Aussicht hat. Und der Name hat es schon angeboten, nehme ich mal an. Auf jeden Fall soll Goethe hier irgendwo in der Nähe Rast gemacht haben und auf seinen Lahnreisen hier vorbeigekommen sein. Wer weiß, vielleicht ist er ja sogar hier über den Weg gegangen, wer weiß das schon. So, an dieser Weggabelung biegen wir jetzt rechts ab und laufen in Richtung Goethepunkt. Wer Interesse hat, kann sich natürlich an den Infotafeln noch ein bisschen belesen, aber das spare ich mir jetzt mal. So, wir sehen uns dann gleich am Goethepunkt. Ich muss mich doch noch mal kurz melden. Wir kommen hier unten diesen Weg hoch, das ist der Weg, wo wir gerade rechts abgebogen sind. Und dann muss man halt aufpassen, dass man an diesen Stufen hier nicht vorbeiläuft, sondern wir biegen hier wieder rechts ab. Man kann sich hier nach dem Lahnhöhenweg zum Beispiel orientieren. Das ist der Weg zum Goethepunkt. So, da sind wir dann auch schon am besagten Goethepunkt. Eine Aussichtsplattform, wo auf der linken Seite
das Lahntal liegt mit Kloster Arnstein und Obernhof. Und vom Kloster Arnstein aus kann man auch wunderbare Wanderungen machen. Das ist das Tal, was man hinter dem Kloster reingehen sieht. Das ist das sogenannte Jammertal. Das führt in Richtung Katzenellenbogen. Auch bekannt für sehr, sehr schöne Wanderungen. Und wenn man sich jetzt mal hier so ein bisschen auf die andere Seite dreht, das ist das Gelbachtal. Der Ort da unten, das ist Weinehr. Und ja, die Straße hier, die führt von Weinehr durchs Gelbachtal hoch in Richtung Monderbauer. Und auch im Gelbachtal kann man wunderschöne Wanderungen unternehmen. Unser Weg führt uns jetzt da unten diesen Pfad hinunter und das soll so etwas klettersteigmäßig sein. Lassen wir uns überraschen. Da sieht man jetzt nochmal den Goethepunkt von unten. Da sind wir jetzt runtergekommen und jetzt ist ja auch wieder so ein Punkt, wo wir ein bisschen aufpassen müssen. Weil wir biegen hier nicht links ab, sondern wir gehen geradeaus weiter. Geradeaus weiter und hier beginnt der kleine Klettersteig. Und hier müssen wir ein bisschen aufpassen, weil es geht unterwegs irgendwann mal rechts ab. Wir gehen den Klettersteig nicht bis ganz nach unten. Das ist ja schon fast hier wie eine Gratwanderung. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Hier ist lockeres Schiefergestein, dass man nicht ausrutscht. Also feste Schuhe sind hier schon von Vorteil. Wenn wir noch mal einen kleinen Ausblick nehmen, hinunter ins Gelbachtal. Wer Kinder dabei hat, vielleicht ein bisschen aufpassen. Diese Schiefersteine hier, die sind teilweise etwas scharfkantig. Da müssen die Kiddies etwas aufpassen, damit sie sich nicht schneiden. Wow, es ist ein super schöner Weg. Richtig toll. Da sind wir runtergekommen. Wahnsinn. Und das so nah vor der Haustür. Dass man so alles entdeckt. Oben können wir nochmal hingehen, gucken, wie der Ausblick so ist. Auch hier passt ihr auf eure Kinder auf, als ihr mit Kindern hierher geht. Hier geht es ganz schön runter und hier ist nichts zur Sicherung. Also, wie sagt man so schön, aufpassen. Hier haben wir dann jetzt mal einen Blick zur anderen Seite, das ist die Lahnseite.
Blick auf Obernhof und mal gucken, ob man das Kloster von hier etwas besser sieht. Ich denke schon, jawohl. Und da mit Kloster Arnstein. Unten an dieser Lahnbrücke übrigens, von hier aus gesehen rechts, gibt es eine Eisdiele, die haben leckeres Eis. Man muss halt nur bis runterlaufen. Und ja, müsst ihr selber entscheiden, ob ihr euch das für ein Eis antun wollt. Der Weg ist weit. Runter und wieder zurück. Oder vielleicht seid ihr ja mal in der Nähe und denkt vielleicht mal daran. Das ist jetzt der Klettersteig, von dem wir runtergekommen sind. Und dann geht es hier diese Leiter runter. Wer sich die Leiter aber nicht runter traut, der kann hier außen rum gehen und kommt dann da vorne bei dem Baum wieder raus. Und wir gehen dann nicht weiter runter ins Tal, sondern wir gehen jetzt nach hier hinten weiter. Also haben wir den Klettersteig doch komplett mitgenommen. Das sah auf der Karte etwas anders aus, habe ich mich wohl getäuscht. Aber umso besser. Ich denke, das war wohl auf jeden Fall das Highlight der Tour. Und ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Hier auch wieder die schroffen Schieferfelsen, wie ganz typisch für die Region hier. Richtig schön. Und der Weg ist schön pfadig, wie ich es liebe. Ich gehe jetzt hier gerade oberhalb des Gilbachtals entlang, auf einem wirklich wunderschönen Weg. Kommt ständig hier an diesen schroffen Felsen vorbei, also das ist wirklich schön. So, hier wieder Achtung, das ist der Weg, den wir jetzt verfolgen, da geht es jetzt rechts hoch. Das ist der Weg, wo wir lang gekommen sind und hier kommt ein weiterer kleiner Pfad hoch, das ist glaube ich der Bergmannspfad, der führt hier auf den Weg. Und ja, hier muss man halt ein bisschen aufpassen, dass man an diesem Pfad hier nicht vorbeiläuft. So, wir gehen nicht den Bergmannspfad weiter, sondern rechts den Berg hinauf. So, hier verlassen wir jetzt den schmalen Pfad und gehen nach links weiter. Hier geht es rechts wieder zurück zum Goethepunkt, aber da waren wir ja schon. Wir gehen links weiter in Richtung Ausgangspunkt.
So, hier geht es jetzt auch wieder rechts bergweiter hoch. Auch aufpassen, dass man nicht gerade ausläuft, aber den Weg hier kann man eigentlich nicht übersehen. Da vorne sehen wir jetzt den Weg, den wir vorhin runtergekommen sind, und da biegen wir jetzt links ab. Da geht es dann zurück zum Auto. Das ist nicht mehr weit, ich würde sagen so ungefähr 500 Meter circa. Und dann ist die Tour beendet. Das war dann auch schon wieder die heutige Tour, die Goethe-Punktrunde sozusagen. Also ich muss sagen, mir hat die Tour sehr gut gefallen. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so schön wird. Sehr abwechslungsreich mit breiten Forstwegen, schönen Aussichten, schmalen Pfaden, Klettereinlagen dabei. Also wirklich sehr, sehr schön. Was allerdings zu beachten ist, auch wenn die Tour relativ kurz ist, ist nicht ganz einfach, weil es sind doch einige Höhenmeter, die wir wieder hoch müssen, nachdem wir den Klettersteig runter sind. Und ja, also etwas Trittsicherheit ist schon vonnöten für den Klettersteig. Und ja, schaut euch doch die Tour einfach mal an. Es würde mich freuen, wenn ihr sie mal nachgeht. Ich verlinke euch die Tour wieder in der Videobeschreibung zu Komoot zum Nachgehen. Und ansonsten würde ich mich natürlich wieder über einen Daumen nach oben freuen, über nette Kommentare. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Frisch auf, euer Sascha.